ich habe mir auf dem Hof in unsere Düngerfässer Dünger bringen lassen. Erst wurde ich mit dem Anhänger los zu Agravis und hätte ich nicht mehr geschafft. Und da hatten die mir jetzt schon was gebracht und na, dann passt das. Jo, das passt wunderbar jetzt hier mit den Fahrgästen und 24 Meter und so. Das ist eine geile Nummer. Man braucht nicht mehr gucken, wo der Dünger hinfliegt. Und das passt dann alles so zusammen. Das bringt richtig Spaß jetzt. Jo. Jo, ich treffe mich morgen noch mit dem Architekten. Auf die da seinen alten Hof morgen. Ja, wir wollen wohl den Schweinestall abreißen und dann werden wir da eine schöne große Halle bauen. Da muss ich nochmal überlegen, ob wir da irgendwie die Trocknung noch mit einbinden können. Dass wir auch zur Not einfach mal einen Träger mit Anhänger reinfahren, mit Getreide drauf und so. Dass das dann so ein bisschen geht. Und da werden wir dann auch so Mähdröscher und Rübenruder unterbringen. Weil das sind so Sachen, die brauchen wir ja nun nicht jeden Tag. Das sind ja immer nur jedes Gerät so eine Woche. Wenn überhaupt, so wie den Rübenruder, den haben wir da ein, zwei Tage in Gange. Also, aber Mähdröscher, das werden da jetzt wohl so ungefähr 14 Tage werden, wo wir den in Gang haben, jeden Tag. Jo, und dann werden wir da eine schöne große Halle bauen. Oh, mal schauen. Ja, mit Schweine werden wir gar nichts anfangen. Das Thema ist durch bei mir, also brauche ich nicht. Jo. Ja, dann haben sie ja die Straße nun neu gemacht hier nebenan. Da, wo wir die Birken gepflastert hatten. Gepflanzt haben. Ja, das hatte unseren Bürgermeister, den neuen. Wir haben ja einen neuen Bürgermeister jetzt. Den hatte das richtig gut gefallen und er hatte mal eine Chronik geblättert und so. Er musste sich auch mal so ein bisschen reinlesen hier ins Dorf. Der wohnt ja noch nicht so lange hier und das fand er ganz toll und schick. Und nun werden so einige Straßen sollen dann auch so angelegt werden. Nun fragte er uns, ob wir da nicht Lust zu hätten, das zu machen. Gibt's natürlich auch ein lüttes Trinkgeld für, aber so wie ich ja bin, für die Gemeinde mache ich das dann so. Und ja, da hat er jetzt schon mit dem Förster hier geschnackt. Wir kriegen dann nochmal dieses Setzgerät. Und ja. Und Bäume will er dann bestellen. Ich glaube 1000 Stück. Erstmal. Und nun haben sie da einen Plan ausgearbeitet da im Gemeinderat und dann werden wir ein paar Straßen so dann anlegen. Und, ja, bin ich mal gespannt. Das wird schon schick werden, das Dorf hier. Ja, und irgendwo wollen sie noch so einen Schutzwald machen. Da hatte er dann auch schon gefragt, ob wir das vielleicht machen würden. Oh, mal gucken. Ich sag, stellt auf dem Hof hin und dann weiß ich Bescheid. Häng einen Plan dran oder steck mir den Briefkasten und ich mach das dann fertig. Wenn ich Zeit habe und Luft habe, mache ich das. Oh, fand er gut. Bei so einem Bürgermeister muss man sich immer warm halten. Man weiß nie, wofür man den noch so gebrauchen kann. Das ist immer gut, wenn man den schon auf seiner Seite hat. Hatten wir hier schon? Nee. Wir haben ja hier doch mal größere Sachen am Start. Und dann ist halt gut, wenn man so ein, ne, sich so ein bisschen warm hält.
Ja, die Biogasanlage werden wir jetzt die Tage in Gang schmeißen. Da hatte ich auch mit dem Bürgermeister übergeschnackt. Dieter hatte mich ja damals noch so ein bisschen eingearbeitet in die Biogasanlage. Ja. Aber nur habe ich dann zu ihm gesagt, wir haben hier viel Silage über. Und der zweite Schnitt steht ja auch demnächst an. Dass wir ihm dann von unserer Silage erstmal was geben, weil wir haben viel Heu gefüttert im Winter und haben gar nicht so viel Silage gebraucht. Und ich muss sie ja irgendwann irgendwo lassen und ja. Dann kriegt er jetzt erstmal ein paar Wagen ab, dass sie da erstmal in Gange kommen. Er hatte da wohl auch jetzt irgendwie noch so einen Lütten Radlader bestellt, der dann da fürs Befüttern ist. Das muss dann hier der Gemeindearbeiter so ein bisschen mitmachen. Und zwischendurch soll ich da mal hinfahren. Naja, auf jeden Fall steht da immer ein Lader auf dem Hof, dass man da zwischendurch mal eine Schaufel nachwirft. Und jo, mal gucken. Wo gibt er erstmal wieder ein paar Talers? So ein Anhänger voll ist ja schon immer nicht schlecht. Aber ich denke mal, so 3, 4, 5 Anhänger werde ich ihm wohl rüberfahren. Jo. Na gut, Mais haben wir ja dies Jahr auch nicht viel und das ist eh für die Biogasanlage. Das wäre ja rein Grassilage, die wir fahren würden. Aber mal sehen, wie das Wetter ist so. Dann kann man auch den zweiten Schnitt vielleicht im Heu machen und den dritten Schnitt nachher in Silage. Dann passt das nachher vielleicht so ungefähr, dass wir dann da auch mit auskommen. Jo. Ja, ein paar Ballen muss ich noch pieken nachher von unserem Gras vom ersten Schnitt. Noch in die Halle einstapeln. Jo. Naja. Ja, Steffi liegt flach. Die hat die Grippe zu packen. Sie hatte heute Morgen noch Stall mitgemacht und ich sag, leg dich mal wieder hin. Ich sag, das hat ja keinen Zweck. Ruh dich mal ein bisschen aus. Jo. Ute ist auch zum Arzt. Die hat auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Oder ich weiß nicht hier. Kann auch Frauenarzt sein, wollte sie nicht so recht sagen. Naja. Auf jeden Fall musste die irgendwie zum Arzt heute. Die ist auch unterwegs. Aber ist ja nur Düngerstreuen heute angesagt. Also haben die Mädels mal frei heute. Jo. Ja, und dann haben wir ja übermorgen ist ja schon Sommeranfang. Die Zeit läuft jetzt aber auch. Aber man sieht das ja am Getreide, es sprießt, ne? Und jo, wenn wir hier mit Düngen durch sind, dann haben wir auch nur noch einmal Spritzen. Bisschen gegen Unkraut. Und dann geht das auch bald los mit Dröschen. Ja, mit Werner hatte ich ja noch geschnackt. Wegen Mähdröscher, dass er den noch ein bisschen durchguckt. Schneidwerk ist bestellt, also müsste auch jetzt irgendwann kommen. Ja, da wird er dann auch bei der ersten Koppel wird er dann wohl auch gleich mit bei sein, das Ding noch ein bisschen einstellen und so. Ja, ob er nun selbst kommt oder seine Jungs, naja, werden wir sehen.
Ja, Mähdrescher soll Steffi dies Jahr fahren. Weil die hat ja nun das letzte Jahr zu packen von der Lehre. Und Mähdrescher war sie nun, ja, eine Koppel hat sie mal so ein bisschen gedroschen und so, aber da soll sie jetzt so ein bisschen drauf geschult werden, dass sie das auch alles kann. Und ich weiß noch nicht, ob das genau in der Prüfung dran kommt. Bei mir kam das damals noch in der Prüfung dran. Auf jeden Fall in der Meisterprüfung. Aber dass sie da auch ein bisschen Ahnung von hat. Ich sag mal, Tiere und so, also mit Kühen, also da hat sie das so raus. Also, Wahnsinn. Weil das erste halbe Jahr hat sie ja bei Dieter noch drüben mit den Schweinen noch ein bisschen was zu kriegen gehabt, dass sie da auch ein bisschen Bescheid weiß. Und ja. Ne, aber mit Kühen, also da kannst du ja nichts erzählen. Also da ist die so fit, ey. Also das ist Wahnsinn, ey. Also was wir da schon gespart haben mit Tierarztkosten und sowas. Also das heißt, da musst du hier und dies Mittel und das Mittel und hast du nicht gesehen. Also die hat richtig einen Los damit. Also da sagt auch Ute schon, die schüttelt selbst schon mit dem Kopf. Weil das ist ja eigentlich so die Tierexpertin, sag ich mal. Die ist ja auch Landwirtschaftsmeisterin und also das ist schon Hammer. Wenn zwei Meister da stehen und lassen sich vom Lehrling was erzählen, also das Hut ab, du. Naja, sie hat da Lust zu und das bringt ihr Spaß und warum auch nicht, also ich lasse ihr da offene Hand, also alles, was den Hof Geld spart, ist natürlich top und naja, so bringt das dann ja auch Spaß. Jo. Aber so hat jeder seins, ne? Ich sitze gerne auf dem Mähdrescher. Gut, dies Jahr natürlich dann nicht. Oder ein bisschen, dass ich ihr ein bisschen in Gang helfe. Sie ist ja mit großen Maschinen, kann sie ja auch nicht viel erzählen. Das hat die so schnell raus, also. Naja. Da hatten wir das damals schon schwerer, wo wir gelernt haben. Da musste man sich viel selbst aneignen und das war nicht so einfach. Heute ist das alles einfacher. Da hast du Computer, dir der was erzählen. Früher hast du mit Händen arbeiten müssen. Also gut, muss man heute auch noch, aber na, da war es halt ein bisschen anders. Da musste man an der Drillmaschine noch Sachen mit der Hand feststellen, um dass das Saat auch dann immer nur rausfällt, wenn du das möchtest. Also, dass man nicht so viel Saat braucht und so. Und das musste man alles per Hand einstellen. Heute erzählst du den Computer, ich will auf dem Hektar so und so viel pflanzen. Dann rechnet der Computer das aus und dann, also das ist schon ein Hammer, was da heute alles so geht, ne? Aber das Gute ist, bei Steffi zum Beispiel, die muss ja auch dann zwischendurch auf Lehrgängen. Das machen sie meistens immer irgendwie so übers Wochenende dann, dass sie auch eben auf dem Betrieb nicht so lange ausfallen. Dann lernen die noch mit alten Maschinen und das finde ich gut. Also das ist echt top hier. Also hier bei der Berufsschule hier, also das ist schon geil, dass sie das Alte auch halt noch ein bisschen lernen, ne? Aber eben auch das Neue, also eigentlich lernen die mehr als wir damals, aber gut. Naja. Jo. Ja, die Koppel werden wir hier auch noch mähen. Mal sehen, ab nächste Woche soll das ein bisschen wärmer werden. Dann werden wir hier wo Heu machen.
Da bin ich rausgekommen. Hier muss ich rein. Jo. Jo, wenn wir ein bisschen Heu machen, ne? Ah, hier, Pferdebauer hat er auch schon gefragt, ob ich noch ein bisschen Heu habe. Na gut, wir haben auch im Winter viel verfüttert. Also, Stroh haben wir reichlich noch. Na gut, wir haben auch letztes Jahr eine Koppel eigentlich zu viel gemacht. Aber ich war mir nicht ganz sicher, was wir nun brauchen. Und ich sag ja, sonst hat Ronny da ja immer noch ein bisschen die Hand mit drin gehabt und sagt dann hier so und so viel. Und dann hatten wir das eine Jahr auch ein bisschen wenig. Aber das ist nicht so schlimm. Stroh wird hier immer gebraucht. Sag ja hier, die Pferdebauern, die brauchen immer Stroh. Deswegen, aber wir können ja auch ein bisschen was häckseln. Das ist dann nicht ganz so schlimm. Wir müssen ja nicht alles pressen, ne? So, hier geht das weiter. Zack. Oh, das sieht auch gut aus. So, dann müssen wir die Spur gleich nehmen, dann sind wir mitten im Feld. Na gut. Dann nützt ja nichts. Was sagt der Tank? Wie viel haben wir noch drin? Kriegen wir... Oha, wir sind eh gleich durch. Müssen wir einmal nachtanken. Haben wir den Streuer schon leer. Naja. Ja, wollen wir mal sehen, was beim Abriss denn noch da. Mal sehen, wenn ich mit dem Architekten da morgen klarkomme. Das ist nämlich ein neuer Architekt, der andere, den wir sonst hatten. Der ist in Rente gegangen. Wollen wir mal warm werden mit dem Jungen. Ganz frisch studiert er, aber dem muss man auch eine Chance geben. Mal sehen, was wir da dann beim Abriss noch für Schätze finden. So, nur so leer. Da war mal Tom Hoff. Vielleicht finden wir ja den berühmten Mähdrescher noch, wo Dieter mir damals von erzählt hat. Irgendwo hat er den ja eingemoddet. Festgestellt quasi. Sagt er, da kommt keiner mit rausgefahren. Das ist ein Schatzi. Hat er damals immer von erzählt. Gezeigt hat er mir den nie. Und ich weiß auch nicht. Im Testament steht auch nichts drin. Ich weiß nicht, ob er den irgendwo eingemauert hat oder was. Ich, keine Ahnung. Aber irgendwo muss da noch was sein. Na, wir werden das sehen. Oder vielleicht hat er mir auch nur was vorgedröhnt. Ich will das nicht. Ich meine, andere stellen sich einen Träger weg und mauern den ein, weil sie den so toll finden oder so. Von früher noch irgendwie so eine alte Kiste, ne? Ich habe ja auch hier im Nachbarort noch einen Schatz stehen. Den habe ich da auch untergestellt. Da fahre ich nur bei schönem Wetter mal irgendwann. Immer mal so zum Trägertreff. Wenn ich dann mal Zeit habe.
fährt man auch dann mal so 1-2 Stunden hier durch 3-4 Orte durch, ne? Und dann da zum Oldtimer-Treff mit meinem Deutz, meinem Elfer. Oh. Nein, kann ich euch auch mal irgendwann zeigen. Und Dieter hatte dann wohl einen Mähdrescher, aber mit dem ist er nicht irgendwo noch Mähdreschen gefahren, den hat er einfach irgendwo schön weggestellt, ne? Naja. Ja, die Maschinen wollte ich alle nochmal waschen. Da bin ich noch nicht zugekommen. Erstmal hier den Güllewagen weggeräumt. So. Kicken, dass wir da gut rankommen. Oh. Siehst du, den ersten Tank schon leer gekarrt. Gut rankommen. So. Jo, naja, der zweite ist ja noch voll. Da kriegen wir auch alles mit fertig, denke ich. Und sonst fahre ich zur Agravis nochmal direkt hin und hole noch einen Streuer voll nach. Ja, das hatte ich mir gestern noch ausgerechnet auf dem Schmierzettel. Dass wir auch nur das düngen, was wir müssen. Also. So, Klappe Tau. Abfort. Tja, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für heute wieder. Ich werde noch ein bisschen streuen, weiter. Ne? Langweilig wird mir wohl nicht werden. Und, jo. Dann sehen wir uns. Jo, ich denke mal, morgen wieder. Oder hören. Wie auch immer. Tjo. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Oder falls ihr es erst morgen guckt, einen schönen Tag. Und, jo. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert und drückt die Klingel. Damit ihr auch immer schön Bescheid kriegt, wenn ein neues Video kommt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mock out, ne? Tschüss.